Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen Wochenabschluss am Freitag, den 20. Februar hier beim JFD Devisenradar. Und wir wollen uns heute mal nicht nur einem Währungspaar widmen, sondern vielmehr eine Rundumbeschau mal wagen. Also hier mal das durchführen, was ich im Prinzip persönlich jeden Tag durchführe, nämlich hier in den unterschiedlichen Timeframes die Rainbow-Strukturen zu filtern. Und mit Blick auf die heutigen Gegebenheiten tauchte hier eben die ein oder andere sehr interessante Option auf im Sinne des Intraday-Handels. Und Intraday bezieht sich hier insofern auf den M15 und M5-Chart. Man könnte auch den M30 dazu nehmen, doch das ist dann schon eine entfernte Verbindung vor dem Hintergrund, dass es eben eine 30-Minuten-Zeitspanne umfasst, bevor die nächste Kerze kommt. Und das ist dann doch schon sehr, sehr zäh. Und insofern wollen wir doch mal sehen, was sich hier heute da bietet. Also wir haben hier zunächst beim Euro gegenüber dem Australdollar eine schöne auffächernde Rainbow-Struktur. Hier beim Euro-US-Dollar eine sehr schöne auffächernde Rainbow-Struktur. Gen Süden alles wohl bemerkt. Hier beim Euro-Britisch-Pfund haben wir einen laufen. Da läuft auch aktuell ein kleiner Trade schon, der allerdings hier schon teilverkauft wurde, denn er entwickelt sich nicht mustergültig. Das kann vorkommen, aber hier die Range verspricht Potenzial. Wir schauen uns mal an, wie das noch weiter ausgeht. Britisch Pfund, Schweizer Franken hier schön aufwärts strukturiert, allerdings hier natürlich der Schweizer Franken inklusive, muss man ein Stück weit aufpassen. Gold, sehr interessant in Sachen Short, wir sind auch heute in einer sehr, sehr geringen Range, also das dürfte interessant werden. US-Dollar, Schweizer Franken, ähnlich dem Britisch Pfund, Schweizer Franken, schön nach oben aufgefächert, aber hier eben Vorsicht, da ist der Schweizer Franken mit drin. Schweizer Franken, Yen, genau dasselbe, Schweizer Franken mit drin, aber hier Euro-Yen, kommt auch sehr, sehr interessant daher. Hatte ich auch vorhin schon in der Überlegung, hier einen Short zu starten, doch war mir der erste Rutsch zu schnell. Insofern würde sich hier ein Rücklauf empfehlen. Den nehmen wir auch gleich nochmal konkret unter die Lupe. Beginnen wir hier aber mal mit dem Euro-US-Dollar. Dürfte sicher für die meisten am interessantesten sein. Jetzt legen wir mal hier das Trading-Tool auf. Und da sehen wir eben hier, dass es zunächst gestern eine positive Tendenz gab, eine positive Auffächerung, die dann allerdings hier kippte am Nachmittag, negativer Spin sozusagen. Die Rainbow-Strukturen wandelten sich um und fächerten sich dann bis zum heutigen Morgen hier eben sehr, sehr schön auf. Jetzt muss ich nochmal sehen, ob ich die Wochenstatistik nochmal hochgeladen kriege. So. Und bekanntermaßen ist der hier der Freitag beim Euro gegenüber dem US-Dollar ein schwacher Tag, inklusive auch natürlich, wenn wir uns das anschauen, Donnerstag und Freitag. Also hier tendenziell statistisch eine Short-Tendenz zu bevorzugen. Faktisch aber, wie gesagt, muss man jetzt erstmal sehen, ob das auch hier sich umsetzen lässt. Tatsache ist, die Trendtendenz weist gen Süden. Wir haben hier einen negativen Rainbow. Und wir haben hier auch schon die ASEA-Session, die heute nur 17 Pips umfasste, nach unten durchbrochen. Sehr, sehr schön. Negativer Wochentag, negativer Rainbow, das passt ganz gut ins Bild. Wir haben jetzt hier den ersten Rückschub gesehen, das heißt, der Rainbow fächert sich weiter auf. Und sollte es jetzt, und das sieht es aktuell nach aus, einen korrektiven Rücklauf geben, hier möglicherweise bis zum gestrigen Tagestief, also gute 20 Pips vom aktuellen Niveau nach oben, hier dieser Bereich, wäre technisch gesehen sehr, sehr interessant für ein Short-Engagement. Ja, wir sehen, der Euro zieht gerade ein Stück weit nach oben, kommt jetzt hier praktisch wieder nach seinem ersten Ausverkauf zurück. Wir hatten auch unlängst jetzt gerade News aus Europa. Es gab hier die, oder was sagt aus Deutschland, was erzähle ich, den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. 9.30 Uhr schlug der auf. Und da wir sehen, dass sich der Ausverkauf nicht weiter fortsetzte, wird deutlich, dass wir hier die Daten positiv aufgenommen haben. Also gesagt, der Markt. Und jetzt wird es mal interessant sein, zu beobachten, ob Euro-US-Dollar tatsächlich bis zum gestrigen Tagestief ansteigt. Das wäre ein schönes Level für ein Short-Engagement oder eben direkt weiter durchsackt. Wir haben heute eine Range von 55 Pips. Das ist sehr überschaubar, denn im Schnitt gehe ich mal auf die 90er und 20 Tage, also auf den großen Durchschnitt und auf den letzten 20 Tage ein. Und da sehen Sie hier, der Schnitt von 90 und 100 ist eben 95. Und das heißt, wir haben hier vom Level von 55 Pips ausgehend noch gute 40 Pip Potenzial, die es hier locker in Rainbow-Richtung nach unten gehen könnte. Ja, also das wäre hier rein technisch gesehen heute tatsächlich, wenn wir vom aktuellen Tagestief mal rangehen und 40 Pips nach unten ziehen, also hier 1,12,70, 1,12,80 wäre hier ein schönes Level zum Beispiel für weitere Tagestief. Das kann sich natürlich extrem ausdehnen. Wir haben hier auch schon Tage in Richtung 150, 200 Pips gesehen, gar keine Frage. Aber grundsätzlich hier aktuell sehr, sehr interessant. Wir stehen auch, und das sollte man auch berücksichtigen, wenn wir uns den aktuellen Chart mal anschauen. Kurz kleineres Bild. So, wir stehen auch hier an einem interessanten Level.
hier vom Mittwoch. Das ist hier das Niveau um 1,1330, 1,1335. Und da pendeln wir gerade umher. Das heißt, wenn Euro-US-Dollar nicht die Kraft hat, hier nach oben zu schießen zum gestrigen Tagestief, dann wäre es durchaus denkbar, dass wenn wir uns hier jetzt nicht weiter nach oben absetzen können, es auch direkt weiter runtergehen könnte. Das wäre zumindest mal die Einschätzung beim Euro-US-Dollar aus dem M15 heraus. Im M5 sieht es ähnlich spannend aus, nur das ist eben sehr, sehr kurzfristig. Dahingehend, dass wir das jetzt hier gar nicht betrachten wollen. Es geht ja vielmehr um das Prinzip. Schauen wir uns Euro-Britisch Pfund an. Hier war auch eine ähnliche schöne Ausgangssituation, die aber hier, wie gesagt, sich nicht umsetzte. Die Spekulation hier war eben auf eine direkte Ausverkaufsfortsetzung zu spekulieren. Es gab eben hier mit dem ersten Ausverkauf eine Vielzahl an Short-Signalen mit Ausbruch aus der Asia-Range. Und eben nicht alle zu handeln war hier Pflicht vor dem Hintergrund, dass, wenn es eben einen Rücklauf gibt, wie wir eben aktuell auch sehen, man hier eben nicht zu viel Risiko auflädt und sich sozusagen dann hier ja, mit dem richtigen Risikomanagement eben hier nicht 5, 6 Positionen hingibt, um auf eine Fortsetzung zu spekulieren, sondern mal gemächlich mit einer gestartet. Und Sie sehen, hier war die Entscheidung richtig, zunächst mal abzuwarten, denn so richtig will das der Euro gegenüber dem britischen Pfund nicht nach unten. Wir haben hier heute noch 10:30 Uhr News aus Great Britain, das heißt, da wird es spannend, da werden wir auch höchstwahrscheinlich eine JFD Live Trading TV-Sendung zu dem Zeitpunkt machen und uns das Ganze mal live anschauen, was das britische Pfund da wieder veranstalten wird. Aber letztlich hat sich hier das Setup fast schon erledigt. Wir laufen jetzt ans gestrige Tageshoch. Der müsste also jetzt wieder abdrehen oder eben es kommt zur Stop-Loss-Ausführung mit der restlichen Position. Wie gesagt, ein kleiner Teilverkauf fand hier schon statt, um das Risiko eben hier aus dem Trade zu nehmen. Insofern ist es nicht weiter dramatisch und Verlierer gehören leider zum Geschäft. Das ist Trading-Alltag. Man muss eben weitere Chancen suchen und die bieten sich eben hier beim Euro-US-Dollar, wenn wir weiter hochsteigen, oder auch beim Euro gegenüber dem japanischen Yen. Auch ein sehr, sehr beliebtes Paar. Der ist sogar noch wesentlich stärker zurückgekommen, wie wir gleich sehen werden. Das mag ich gerade nicht. Da sind wir. So. Und wesentlich stärkeren Rücklauf vollzogen. Wir sind auch hier schon 94 Pips gelaufen im Vergleich zum Euro US-Dollar 55. Haben wir natürlich hier auch ein Stück weit größere Range, hier um die 130 Pips, die wir hier täglich zurücklegen. Das heißt, auch hier haben wir noch einiges zu erwarten. Ziemt sich allerdings ein bisschen. Aber auch hier interessant, ein möglicher Rücklauf könnte hier für ein neues Short-Engagement sorgen, was dann eben Potenzial nach unten auswerfen dürfte. Ich will doch nicht ganz uninformiert entlassen, nämlich hier vor dem Hintergrund des Einkaufsmanager-Index, der hier im Februar vorläufig reingekommen ist mit 55,5 Punkten. Erwartet wurden 54,3. Also hier die Gegenreaktion nach oben beim Euro-Yen, Euro-US-Dollar ist hier begründet dadurch, dass die Daten eben besser ausgefallen sind als erwartet. Und das ist insofern jetzt keine Überraschung, dass der Markt dies dann hier mit einem zulegenden Euro befruchtet. Euro-US-Dollar, wie gesagt, negativer Wochentag. Schauen wir nochmal auf Euro-Yen. Am Freitag nicht so schwach tendenziell wie der Donnerstag. Klarer Short Day dahingehend, sondern aber mit 48% auch leicht schwächer. Insofern würde ich hier die Rainbow-Struktur der Rainbow-Struktur den Vorrang geben und mal absehen wollen, wie sich hier das Ganze weiter noch entwickelt. Ich zeige Ihnen auch noch kurz die Fuzzy-Vektorlogik zum Euro-Yen, weil wir ihn gerade aufhaben. Das zeigt hier sehr schön das Schaubild, dass wir hier tendenziell tatsächlich eine richtige Prognose hatten bis zu den frühen Morgenstunden. Dann soll es eine leichte Erholung geben und der Crash, den wir gerade gesehen haben, in Anführungszeichen Crash, also stärkeren Ausverkauf, das waren ja hier nur knapp 50 Pips, der hätte hier um die Mittagszeit eigentlich erfolgen sollen. Jetzt darf man mal abwarten, wenn wir uns jetzt hier erholen im Sinne der Fuzzy-Logik. Wir justieren nochmal neu. So, wir ziehen praktisch die Fuzzy-Tendenz. Jetzt warten, bis das sich wieder anpasst. Wir ziehen praktisch die Fuzzy-Tendenz nach unten. Könnte sich hier durchaus ein kurzer Erholungsimpuls ergeben, der dann hier eben, wie besprochen, in der Rainbow-Struktur an die gestrigen Tagestiefs ranführen könnte, zumindest in diese Richtung, und dann hier durchaus am Nachmittag vielleicht Tendenz auswirft. Also sieht in jedem Falle ganz interessant aus, was uns da heute noch bevorsteht. Es gibt nicht viele Tage, die dann immer hier so einhergehen mit dem starken Rainbow-Strukturen. Heute Freitag haben wir so einen Tag. Also es gibt manche Tage, da muss man wirklich suchen, beziehungsweise dann am besten nicht straight, wenn der Rainbow nicht klar strukturiert ist. Aber heute deutet sich eine solche Strukturierung an in Sachen erster fallender Tagestendenzen, wie wir sie jetzt gesehen haben. Und insofern ganz, ganz interessant.
bekomme gerade noch eine Chat-Nachricht rein. Spektakuläre Entwicklung beim Schweizer Frankenpairs. Jawohl, gestern hatte ich auch den US-Dollar Schweizer Franken kurz getradet, dahingehend, dass wir hier, also den fasse ich wie gesagt eher mit Vorsicht an, das Währungspaar, aber wenn es schöne Setups gibt und wir haben hier, also schauen Sie sich mal die Rainbow-Struktur seit dem 13. Februar an, hier ein ganz, ganz starkes Aufwärtsmomentum und der schraubt sich hier auch weiter auf Tageshochs hinaus. Hat auch unlängst hier schon im M5 allerdings ein kleines Signal bekommen vor längerer Zeit. Also hier so gegen 8:55 Uhr war das. Jetzt sind wir hier auch außerhalb der Asia-Range. Das sieht ganz gut aus. 44 Pips. Also wer das Währungspaar mag, der kann hier auf die entgegengesetzte Richtung setzen. Euro-US-Dollar-Short bedeutet für US-Dollar-Schweizer Franken aufgrund der Korrelation, die ja vor dem Schweizer Franken herrschte, Long. Also insofern wäre das Währungspaar heute in jedem Fall ein Paar auf der Long-Seite, wenn man es denn mag. Aber Vorsicht, Schweizer Franken-Pairs haben immer, wie gesagt, jetzt aufgrund des geschichtlichen Ereignisse am 15.01. immer noch so einen gewissen Ruß hinter sich laufen. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es aber gewesen für das heutige Devisenradar. Wir wollen sehen, ob wir uns 10:30 Uhr zu den Great Britain News nochmal einschalten. Ansonsten gibt es heute noch den ein oder anderen Check auf dem Stream vom JFD. Ich sage jetzt an dieser Stelle schon mal bye bye, bis später. Wenn Sie mögen, schalten Sie ein. Ansonsten lesen oder hören wir uns dann in Bälde wieder. Bis dahin, beste Grüße und vorab schon mal ein schönes Wochenende.